nur noch einen Gegenstand. Den könnten wir doch vielleicht jetzt noch im letzten Level finden. Dann haben wir es tatsächlich geschafft. 100%. Das ist ja geil. Ist ja richtig geil. Okay, bis auf dann diese Bilder. Die muss ich noch freischalten. Denn da haben wir noch zwei Seiten. Das heißt, da muss ich noch ein bisschen sammeln. Das ist ganz schlecht. Außer das letzte Level bringt so viel Geld, dass das alles funktioniert. Hallo. Was hat er gesagt? Tja, er scheint interessiert zu sein, Cersei. Aber er ist den ganzen Tag damit beschäftigt, Saladin zu bewachen. Außer in der Mittagspause. Also könntest du dich bestimmt mittags mit ihm treffen. Alles klar. Warte, hier. Ich habe noch eine Botschaft für ihn. Oh, Mann. Hin und her, das ist nicht schwer. Und auch überhaupt nicht nervig oder so. Blöde Kinder. Komm doch einfach mit, der steht doch eh da rum. Da kann er doch auch... Na, Mann. Weiß ich, ob Saladin ist. Saladin der Ogre? Der Ogre? Oder wer ist Saladin? Ah ne, Saladin ist wahrscheinlich dieser alte Typ. Paragon da, ich muss hier dumm... Da bist du ja wieder, Bloom. Gibt es Neuigkeiten von Cersei? Und ob? Könntest du ihr sagen, dass es nett von ihr ist, das Mittagessen zu kochen? Aber ich bin allergisch gegen Walnüsse. Schon wenn ich nur an sie denke, schwillt mein Hals an. Boah! Nochmal zurück! Langsam nervt's! Alberto, hilf mir! Wir machen so eine Crocodile Dundee Rumschreikette. Müsste ich nicht so viel hin und her rennen. Mano. Was hat er gesagt? Er ist allergisch gegen Walnüsse. Du wirst das Menü ändern müssen. Alles klar. Dann vielleicht... So, das sollte ihm zusagen. Danke, Blum. Das ist die letzte Botschaft, versprochen. Und wieder zurück. Wie gesagt, hin und her. Das ist nicht schwer. Ja. Ah, willkommen zurück, Blum. Es tut mir leid, dass ich nicht einfach selbst mit dir reden kann. Aber die Pflicht geht futsch. Schon gut, Markus. Elf? Nougat? Bär? Telefon? Oder heißt das Mikrofon? Das ergibt doch keinen Sinn. Ach, Mann. Ja, wollen die mich dann noch hin und her schicken? Hier steht keine Cecilia dran. Na, hat er dir eine Botschaft gegeben? Ja, aber ich glaube, du hast deine letzte ein bisschen zu schnell geschrieben. Er konnte sie nicht richtig lesen. Oh, alles klar. Sag ihm einfach, dass ich mich mit ihm zum Mittagessen treffen will. Selbst wenn er gegen das Essen allergisch ist, solange er diese Uniform trägt, bin ich glücklich. Also derpen wir nochmal zurück. Derpy derp. Derpy 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 derp. Derp 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 derp. Ja, wir derpen jetzt zurück. Derp 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 derp. Derpy derp.
So. Hallo Blum, hast du diesmal eine richtige Botschaft von ihr bekommen? Ja, sie will sich zum Mittagessen mit dir treffen. Aber du musst deine Uniform anziehen. Also gut, ich kann es kaum erwarten, sie zu sehen. Danke. Juhu, ein Drachensamen. Na, wenigstens etwas. Okay, weiter geht's. Willkommen zurück, Mädchen. Knut? Was macht der denn hier? Entspann dich. Er ist jetzt auf unserer Seite. Er hat sich bei dem Angriff wacker geschlagen. Ich bin aus dem Wolkenturm entkommen. Das war richtig übel dort. Gut, wir haben noch nichts von Direktorin Griffin oder einer der Außerdem ist die Rote von Tim. Und Riven wird schon seit ein paar Tagen vermisst. Der ist echt. Nein! Wir haben uns für eine Vorgehensweise entschieden. Ich weiß, dass ihr gerade von einer gefährlichen Mission zurückkommt. Sie wollen, dass wir zum Wolkenturm aufbrechen. Ja, Blum. Das ist zu gefährlich. Ich muss. Ich trage die Verantwortung. Das Drachenvolk. Ich habe Knut gebeten, euch durch einige geheime Tunnel zu führen, die er kennt. Und er könnte euch auch im Wolkenturm eine große Hilfe sein. Viel Glück, Blum. Nach dem Angriff auf die Rote Fontäne ist mein Trainingspartner Cecil verschwunden. Er könnte gefangen genommen worden sein. Wenn du ihn finden könntest, wäre ich dir was schuldig. Also, wir sollen Cecil finden. Hoffentlich mag sie. Finde seine Mission. Nein, nur das war eine Botschaft. Haben wir doch! Oder soll ich noch einmal zu der Cecilia gehen? Probier es noch einmal dahin zu gehen. Weil irgendwie wird die Nebenaufgaben nicht gelöscht, obwohl wir eine Belohnung dafür erhalten haben. Und bevor wir zum letzten Level des Spiels aufbrechen, mache ich eine Aufnahmepause, weil es spät geworden ist und ich morgen Schule habe. Und da sind wir mehr die Spannung aufrechterhalten. Zumindest für mich. Ihr kriegt ja die Folgen Tag für Tag am Stück, täglich. Zack, 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 zack. Also, ich nicht. Haha. Ich darf jetzt warten. Ja, ja, ja. Ach, jetzt. Ich bin hier so aufgeregt. Yay, Doppelbelohnung. Das ist geil. Ich finde es aber gut für uns von. Okay. Yep. Jetzt haben wir Strahlenspirale. Eine Lichtkugel, die in einer Spirale nimmt zwei Gegenstände, dabei eine leuchtende. Egal. Also, wir gehen jetzt noch schnell zum Speicherkristall. Und speichern. So. Speicherkristall, speichern. Und damit sage ich. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Winx Club Blind. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme Winx Club. Ja, wir kommen so in die finale Phase des Spiels. Ja, es ist Sonntag und eigentlich sollte ich gar nicht aufnehmen, sondern Französisch schreiben, bei 52 Wörtern und so, aber pff, ist doch mal Latte. Ich kann sein, dass ich heute noch ein bisschen schlechter bin als sonst, weil ich jetzt nämlich keinen Bock hatte, meinen zweiten Bildschirm abzuschließen. Und jetzt einfach auf dem zweiten Bildschirm spiele. Das heißt, ich muss so ein bisschen den Nacken nach oben halten. Das heißt, einerseits kann ich Nackenschmerzen, könnte sein, dass ich ziemlich schnell Nackenschmerzen haben werde, und andererseits kann es sein, dass ich die Hälfte nicht sehe. Aber, naja, Shit happens, ne? Ja. Naja, shit happens. Kann man passieren. Hallo, Alberto. Ich weiß zwar nicht wann, aber ich bin sicher, dass diese Hexe und die... Jo. Ich würde sagen, wir machen uns nun auf zum Wolkenturm. Zum zweiten Mal. Ja. Haha. Um Icy, Darcy und Stormy endlich das Handwerk zu legen. Direktorin Farag... hier. Blum, bist du bereit, zum Wolkenturm aufzubrechen? Ja, Knut. Auf geht's!
I left a bag of donuts in Cloud Tower. I could lead you right to them. This way. Are you sure? I smell them. Two chocolate, one glazed. Ich hab mich hier nachts immer reingeschlichen, um Plätzchen zu klauen. Wo wir gerade von Plätzchen sprechen. Knut, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Stella hat recht. Lasst uns die Oberhexe Griffin und die anderen suchen. Jo, Brandon. Sky und Brandon. Könnten wir nicht ein paar Plätzchen suchen? Ich besorg dir so viele Plätzchen, wie du nur willst, wenn wir zurück nach Alfea kommen. Okay. Also, Plätzchen für Knut suchen. Das ist jetzt das Wichtigste. Irgendwas bewegt sich da, wenn wir uns bewegen. Na egal, da ist eine Tür. Oh, guten Tag. Einmal speichern. Speichern ist immer gut. Ja. So stark sind die Minotauren ja jetzt auch nicht. Noch so eine Sternentür. Das macht mir Sorgen, dieses Geräusch. Ich sag's doch. So, das mal wieder. Das ist zu schnell für mich. Bin doch schon alt. So. Nein, weg. So, jetzt aber. Jetzt schaffe ich's. Und hüp. Yay, noch so ein Drachensamen. Das ist gut. Fünf Glühwürmchen fehlen uns noch. Fliefla, flüdala. Ist hier noch irgendwas so versteckt? Nee, scheint nicht so zu sein. Dieses Getrippel macht mir Angst. Oder Sorgen. Uns eine andere Route suchen. Schnell, hier rein. Nicht gut. Hier? Ich hab's gesehen, Kumpel. Riven! Riven? Was machst du denn hier? Wo hast du die ganze Zeit gesteckt? Ich war dumm. Ich bin auf das falsche Mädchen hereingefallen. Darcy und die anderen beiden haben mich in dieses Verlies gesteckt, wo ich ihre Pläne belauscht habe. Ich hoffe, ihr könnt mir vergeben, dass ich ein solcher Idiot bin. Vergebung ist nicht nötig, Riven. Nicht zwischen Freunden. Jeder macht mal Fehler. Ja. Danke, Jungs. Also, was macht ihr alle hier? Wir müssen Frau Griffin und ihre Schülerin finden und befreien. Tja, legen wir los. Sie sind gleich da vorne in einer der Zellen. Wieso müssen wir...